Gut, machen wir noch schnell eine Vorübung. Wir machen dann später mit Gleichungen einerseits und Funktionen höherer Ordnung weiter. Also x hoch 2 hatten wir, x hoch 3 kommt dann. Wir werden dann wieder Faktoren und so weiter, Parameter untersuchen. Aber jetzt erstmal eine Vorübung. Gegeben ist f von x ist x hoch 3 und gesucht ist die Wertetabelle für charakteristische Punkte, damit wir das relativ schnell hinkriegen, und den Graphen. Na denn, schießt mal los. So, jetzt haben wir diesen Graphen hier, aber es bietet sich an, wir haben hier die Werte, bei minus 27 und plus 27 müssen wir aufgeben. Ne? Es bietet sich hier an, hier erstmal diesen kleinen Graphenteil hier schön schick zu malen. Denn korrekterweise, wenn ich hier die Lupe drauf lege, sieht der Graph hier so aus, dass er hier ganz kurz beim Nullpunkt keine Steigung hat und dann erst wieder hochgeht. Also so sieht das dann hier aus und dann hier weitermalen. Auch dafür gibt es Kurvenschablonen, aber wie gesagt, der Graph wird so steil davon laufen. Schon 4 mal 4 mal 4 ist Wahnsinn, das ist schon 64, sprengt schon alles. 10 mal 10 mal 10 ist schon 1000, also das kriegt man sonst nicht weiter hingemalt. Nochmal, hier ist dieser Verlauf, hier am Nullpunkt, da hat dieses Ding keine Steigung. Da läuft er ganz kurzzeitig mal ohne Steigung, ganz knapp auf der X-Achse entlang, ganz kurz, im Prinzip nur in einem Punkt. Gut, das Ganze könnte man jetzt auch mit x hoch 4 machen. X hoch 4 können wir uns aber vorstellen, schon 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8 mal 2 ist schon 16. Aber eine Vorfrage, wie wird denn der Graph y ist gleich x hoch 4 verlaufen? Nochmal die Frage, y ist gleich x hoch 4, wie wird der Graph verlaufen? Geht der auch hier vom dritten in den ersten Quadranten, also von unten negativ kommend in den positiven Bereich, oder wie wird das laufen, was schätzt ihr? So, jetzt auch hier haben wir wieder einen charakteristischen Punkt. 1 mal 1 mal 1 mal 1. 1, 1 haben wir. 1, 1 haben wir auch im negativen x-Bereich. Im negativen Definitionsbereich, muss man sagen. So, denn minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Mal minus 1 ist zwar minus 1, aber dann nochmal eine minus 1. Dann lande ich wieder im positiven. Und jetzt bloß mal die 2 angenommen. 2 mal 2 ist 4 mal 4 ist 16. Ich müsste also bei der 2 müsste ich Folgendes machen. 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hier oben ist der Punkt. Hier kann ich ihn auch hinmalen. Aber jetzt gibt es wieder eine Besonderheit, so wie bei allen Funktionsgraphen höheren Grades. Bis hierhin geht das noch alles. Wird sehr steil, furchtbar steil. Aber die haben alle eine andere charakteristische Eigenschaft. Die schmiegen sich hier unten länger an. Also, ach, hier, deutlicher. Die haben hier unten praktisch das nochmal vergrößert. Im Nullpunkt fahren die eine ganze Weile ganz knapp an der X-Achse entlang und gehen dann erst hoch. Warum? Kann man sich vorstellen. Wenn ich sage, ich gehe mal nur 0,1 nach rechts, hieße 0,1 mal, also hoch 4 machen wir es gleich so, ist gleich 0,0001. Das heißt also, ich gehe zwar ein Zehntel nach rechts, das sieht man noch, das wäre ein Millimeter bei uns im Heft, aber nur ein Zehntausendstel Millimeter nach oben, sodass sich dieser Graph hier unten ganz stark im Bereich unter 1 oder unter minus 1 ganz stark an die X-Achse anschmiegt. Also so sieht er aus, y ist gleich x hoch 4. Wie müsste denn dann y ist gleich x hoch 5 wieder aussehen? Richtig, wenn ich sage y ist x hoch 5, dann habe ich wieder so einen ähnlichen Verlauf wie bei x hoch 3, aber wieder noch stärker angeschmiegt. Aber Punkt 1, 1, minus 1, minus 1 und plus 1 stimmt wieder. Und noch steiler als dieser Graph geht der los. Aber hier im negativen Bereich. Kommen wir mal zum Extremfall. Dunkelgrün. Y gleich x hoch 10. Verläuft der so wie der blaue jetzt oder verläuft er eher wie der rote? Richtig, ganz genau. Der Exponent, wenn er gerade ist, liefert uns immer Werte im positiven Bereich zurück. Hier ist er gerade. Ist er ungerade, kommen wir aus dem negativen Bereich, gehen in den positiven Bereich. Und hier bei x hoch 10 wäre es eben noch extremer. Der Punkt 1, 1 wird uns wieder erhalten bleiben. Das Anschmiegen wird noch stärker sein. Also ganz lange wird er unten hier dran langlaufen. Und dann aber richtig gehörig abpfeifen bis ins positive Unendliche und so weiter und so fort. Also noch steiler als der blaue. Das sieht dann schon fast aus wie eine Y-Achse.
Ja, das bis dahin. Nochmal kurz Pause für Fragen.